Heute kümmern wir uns mal um die jährlichen Kosten Pkw und Leichtkraftfahrzeug. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir wieder was vorbereitet, beziehungsweise Alex hat was vorbereitet. Und zwar haben wir uns mal ein VW Up in der Basisversion hast du rausgesucht, richtig? Genau, Alufelgen habe ich mit konfiguriert, aber sonst nichts. Ja. Also so. Ohne Klima, mit Klima? Ohne Klimaanlage. Also ich bin mir gerade nicht, also da steht irgendwas von Klimatronic, hätte man nachrüsten können. Die sollte aber nur 200 Euro oder was kosten. Kann ja sein, dass eine Klimaanlage mit drin ist. Okay, also sagen wir einfach, wir sprechen von einem Basismodell, ein VW Up. Wir haben das hier mal so ein bisschen aufgelistet. Gegenüber ein E-City Pack und ein Aixam City Sport. Genau. Was wir damit sagen wollen, natürlich sind das jetzt Rechenbeispiele. Wir wollen eigentlich nur mal so grob euch zeigen, ob so ein Auto Sinn macht im Stadtverkehr oder gerade Leute unter euch, die vielleicht einen Zweitwagen haben oder sich einen Zweitwagen zulegen möchten und gerade am Überlegen sind, hole ich mir lieber ein VW ab als Zweitwagen für die Stadt oder hole ich mir ein Leichtkraftfahrzeug? Weil das ist ja der entscheidende Punkt. Oder allgemein halt ein Kleinwagen. Ne? VW ab ist jetzt nur beispielhaft. Ja klar, aber wenn man da einen Twingo nimmt, dann ist er natürlich günstiger in Anschaffung. Wir haben jetzt einen abgenommen, weil ab. Müsste man dann, natürlich kann man das auch mit anderen Fahrzeugen rechnen, dass man dann vielleicht andere Werte hat. Wir machen es heute mit einem VW ab, um das mal so ein bisschen zu zeigen. Also, wenn die Frau oder der Mann zwei verschiedene Jobs haben, braucht jeder ein Auto. Deswegen ist häufig der Fall, dass man einen Zweitwagen hat. Der Zweitwagen wird meistens in der Regel ein Kleinwagen sein, der dann für die Arbeit genommen wird oder für die Stadt oder allgemeinen Stadtverkehr. Ein Haufen Beispiele, wie auch immer, vielleicht jetzt ein bisschen verdröselt. Also, wer einen Zweitwagen hat oder sich einen zulegen möchte, ist vielleicht besser mit einem Leichtkraftfahrzeug aufgestellt. Denn wir haben jetzt hier mal die Kaufpreise von einem Aixam City Sport, wie man hier oben sieht. 13.390 gegenüber dem E-City Pack als Elektroauto, wohlgemerkt zu 100% elektrisch, für 15.140 Euro und dann den VW Up als richtigen Pkw für 13.651 und ein paar zerquetschte. Dann, wir gehen mal die Tabelle so durch. Ne? TÜV-Kosten fallen bei Leichtkraftfahrzeugen weg. Da hast du hier so einen Durchschnittswert genommen. Ja, bei 3 Jahren sind es halt 30 Euro pro Jahr, wenn es jetzt, weil es ist ja erst nach dem 3. Jahr fällig, der erste TÜV. Danach wird es 45 Euro jährlich sozusagen. Genau. Da spielen wir gleich mal so ein bisschen. Wir können das hier ändern in deiner Tabelle, ne? Ja. Also, TÜV fällt weg. Da 30 Euro, weil nur auf 3 Jahre. Steuern fallen da auch komplett weg. Da haben wir bei dem V-Up haben wir wieder 64 Euro Steuern. Steuerpflichtig. Versicherungstechnisch, Schadensfreiheitsjahre 6, also 6 Jahre Schadenfreiheit. Ich habe das als Beispiel mal genommen, ne? Das ist so ein. Da legen wir bei den Polo, wahrscheinlich dann auch bei Teilkasko. Hast du mit Teilkasko? Ja, steht er da. Genau. Mit Teilkasko 400 Euro und bei den Leichtkraftfahrzeugen bei 234 Euro. Da spart man sich schon gut was. Okay. Kraftstofftechnisch haben wir dann den City Sport natürlich als Diesel, unseren E-City Pack als Elektroauto. Und den Up hast du als Benziner gewählt? Gibt nur als Benziner oder auch Elektro, aber dann ist er wesentlich teurer auch. Okay. Kraftstoffgrundpreis, ja, das passt, hast du 1,10 Euro genommen pro Liter. Strom, na gut, das hast du wahrscheinlich ausgerechnet, ne? Also ich zahle zu Hause, glaube ich, 25 Cent für einen kW. Aber 27 Cent. Ich hab gegoogelt und was so ein Durchschnittswert ungefähr ist. Ne? Also ja. man kann drüber liegen, man kann auch drunter liegen. Okay. Wer drüber liegt, sollte unbedingt vergleichen und wechseln. Ja. Jetzt noch Tipps hier zu Energieversorgern. Ja. Am Rande. Wie viel zahlst du denn? Also ich zahle 25 Cent. Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, was ich bezahle. Wie eine Firma ganz aktuell, wie eine ganze neue Lichtanlage, haben wir ein bisschen Preise verglichen. Wir zahlen 22 Cent. Irgendwie Gewerbe. Strom, okay, wie auch immer. Okay. VW ab, Benzinkosten 1,35 Euro. Wobei man hier auch immer sagen muss, das sind natürlich immer Preise, die schwanken. Weiß jeder. Ja. Nicht nur im Kraftstoff, auch beim Strom. Ne? Also das ist bei allen gleich negativ, dass sich die Preise verändern können, positiv oder negativ. Dann Verbrauch, Werksangabe, okay.
3,1 Liter, der City Sport mit dem kleinen Diesel, dann, das ist jetzt lustig, das ist jetzt 5,5 kW dann? Genau, oder? 5,5 kW pro 100 Kilometer. Okay. Und 4,3 Liter der Up. Genau. Ja, die sind auch sparsam, ne? Ja, durchaus. So. Das sind jetzt die Kraftstoffkosten pro 100 Kilometer. Genau. Da liegen wir bei dem Icon City Sport bei 3,41 Euro gegenüber dem Benzinern auf 5,81 Euro. Das günstigste Auto ist natürlich das E-Auto, wenn man keinen überteuerten Stromtarif hat. Wer natürlich irgendwie Photovoltaik oder so auf dem Dach hat, ist dann natürlich noch besser dran, ne? Ja, da kann man fast auf Null runter, ne? Ja. Jährliche Fahrleistung. Jährliche Fahrleistung haben wir jetzt erstmal mit 5000 Kilometer berechnet. Das können wir gleich auch mal ein bisschen hin und her spinnen bei allen. Dann kommen wir bei Kraftstoffkosten im Jahr beim City Sport auf 170 Euro. Was natürlich echt aufs Jahr gesehen ist, das nicht viel Geld, ne? Nein, das, aber ich meine, 5000 Kilometer ist auch nicht viel. Ist nicht die Menge. Deswegen, wir ändern das gleich mal. Elektroauto, ganz klar die Nase vorne. Wie gesagt, wenn du dann noch selber deinen Strom irgendwie machst, wie auch immer, dann fährst du auf Null. Ja. In dem Punkt. VW Up auch deutlich drüber. Ja, das kommt halt durch den höheren Verbrauch und weil es halt Benzin ist, der immer ein bisschen teurer ist. Ne? Richtig. Die Haltedauer ist jetzt auf 3 Jahre berechnet, wenn man jetzt den Gesamteinkaufspreis mitrechnet. Also alle Fahrzeuge fahren wir jetzt 3 Jahre. Da würde uns das Auto kosten, der City Sport 400 Euro, sage ich mal, der E-City Pack 300 Euro und der Up 780 Euro. Und da sieht man schon eine starke Steigung nach oben, wenn man beim PKW ist. Also das sind jetzt die jährlichen Kosten ohne Kaufpreis, also die rein Unterhaltskosten ohne irgendwelche Inspektionen. Ja, aber Inspektionen hast du bei allen weggelassen. Habe ich bei allen weggelassen, ja klar. Das sind die reinen Betriebskosten. Wobei man sagen muss, die Inspektion vom VW Up gegenüber in Eixam ist natürlich teurer. Wir haben jetzt keine genauen Preise. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nur 3 Jahre hält. Man kann bei uns ja genau das einmalige Gamma-Paket buchen. Richtig. Wenn ihr quasi das Paket beibucht, wie Alex gerade sagt, dann ist das, sag ich mal, 500 Euro mehr. Dann ist man dann die 2 Jahre safe. Genau. Was wahrscheinlich schon beim VW, aber ich weiß es nicht, schon knapp an 400 Euro liegt bei der ersten Inspektion oder so, ne? Ja. Obwohl es jetzt auch keine hohe Laufleistung ist, 5000. Aber wir gehen das jetzt mal durch. Jetzt jährliche Kosten mit Kaufpreis. Also, alles summiert. Sprit, Versicherung, Autokaufpreis geteilt durch 3 Jahre, wie wir es jetzt da stehen haben. Da liegen wir hier bei 4800 beim City Sport, beim Diesel. Oh, beim Elektrofahrzeug sind wir deutlich teurer, weil der Anschaffungspreis ist teurer. Genau. Da liegen wir bei 5.300 und pack kaputte. Ah, und guck mal, gegenüber dem VW Up ist man dann wieder in Waage. Genau. Also auf 3 Jahre gesehen ist man mit dem City Sport am besten. Genau. Ich sag ja, City Sport ist mein Lieblingsauto. Mit einer meiner Lieblingsautos. Vor allen Dingen, man hat da ja natürlich dann, wenn man den nach 3 Jahren abgibt, ich sag mal, man verkauft den ja, man verschrottet den ja nicht, deswegen ist ja, aber man verkauft ja alle 3 Autos, ne? Genau. Also das ist jetzt nur ein theoretischer Wert, um was zu vergleichen, ja, was einem das Auto in den 3 Jahren kostet. Wollen wir einmal mit, ich weiß nicht, was so jährlich, was denkst du denn, was man so im Jahr fährt, so mit einem Leichtkraftfahrzeug? Also da kann man schon auf 10.000 Kilometer haben wir schon eine Kundschaft, auf jeden Fall, ne? Ja, es gibt so manche Verrückte, die fahren auch 20, aber ich finde, das ist eher unrealistisch, ne? Ich habe teilweise, gerade die Jugend immer wieder, holen das Auto ab. Und 2 Wochen später sind sie hier, weil die 1000 Kilometer genau sind. Ja, aber dafür wird sie auch gekauft. Ganz ehrlich, und dass es nur rumsteht, das macht dann auch keinen Sinn. Ja. Also wir gehen jetzt mal auf 15.000, ist immer so ein grober Schnitt, sag ich mal. 15.000, kann ich das hier nicht ändern? Doch, eigentlich schon. Oh, mal ein bisschen langsam. 15.000 Kilometer. Jetzt gehen wir nicht mehr alles durch, das hier oben haben wir ja gerade besprochen. Das ist ja gleich, also der Anschaffungspreis, die Versicherung bleibt gleich, der Kraftstoffgrundpreis bleibt gleich, der Verbrauch bleibt gleich und die Kraftstoffkosten je 100 Kilometer auch. Also nur der untere Bereich ändert sich ja jetzt hier, wenn wir die Fahrleistung anheben, richtig? Genau. Das heißt, bei den Kraftstoffkosten
sieht man es ganz klar in diesem Feld hier, dass Elektroauto hat die Nase vorne. Also erheblichen Teil, ne? Erheblichen Teil. Man muss aber dazu sagen, ein Elektroauto hat natürlich dann auch einen gewissen Nachteil, weil man nur immer diese 100 Kilometer kommt und dann wieder aufladen muss. Aber wenn man im Stadtbereich fährt, als Zweitwagen zur Arbeit oder so, da kommt man noch nie über 100 Kilometer am Tag. Normal nicht. Also man fährt 50 Kilometer zur Arbeit, ja, 50 Kilometer zurück und kann am Abend wieder aufladen. Und wer jetzt sagt, okay, dann kaufe ich mir halt ein VW ab als Elektroauto, dann ist ja der Anschaffungspreis wieder, was kostet ein VW ab Elektro? Der geht auch bei 15.000 wie der City Pack. Ja, aber steuerfrei sind sie ja, klar. Versicherungskosten? Also ein Elektro-VW ab wäre vielleicht auch nochmal, müsste man auch nochmal vergleichen eigentlich. Ja. Deswegen, viele von euch sagen jetzt, ja, vergleich mal das mit das und vergleich das und das. Man kann so vieles miteinander vergleichen, dann würde man gar keinen Überblick mehr haben. Ich finde, jetzt haben wir schon so viele Faktoren da eingespeist. Jetzt könnte man noch die Inspektionskosten und dann mit einem anderen Auto. Und das würde irgendwann so aufblähen, dass man nur noch Bahnhof versteht. Wir wollen jetzt mal nur grob jetzt quasi übermitteln, wie so die Tendenz ist. Aber guck dir jetzt mal mit der neuen Fahrleistung, guck dir jetzt mal die jährlichen Kosten mit Kaufpreis an. Ja, also wir sind jetzt nochmal, wir sind jetzt jährlich 15.000 Kilometer auf 3 Jahre. Genau. Jährliche Kosten mit Kaufpreis hat der City Sport die Nase vorn. Immer noch, aber vergleich jetzt mal, guck, auf den 10. Plätzen hat sich was getan. Ja, jetzt hat sich der VW ab ins Negative verschoben. Also je mehr Kilometer du fährst praktisch, desto... Tschüss! Also je mehr Kilometer du fährst, desto unrentabler wird eigentlich so ein VW ab. Guck mal, jetzt hast du zum City Sport schon 700 Euro Unterschied im Jahr. Okay, jetzt passen wir mal auf. 15.000 Kilometer lassen wir und gehen jetzt einfach mal auf, was ist denn eigentlich so ein Durchschnittswert? Wie lange fährst du ein Auto? Obwohl du bist auch ein mega schlechtes Beispiel. Alex kauft sich immer einen Neuwagen und fährt ihn, bis er auseinanderfällt. Stimmt's? Ja. Und du bist gerade an welchem Punkt? Also mein aktueller, der hat 180.000 und zeigt noch keinerlei Anzeichen, dass er irgendwie aufgeben will. Alex ist auch der einzige Mensch, den ich kenne, der fährt, kümmert sich null ums Auto, kippt ab und zu mal ein bisschen Öl nach. Also das will ich jetzt so nicht stehen lassen. Also ja, Inspektion mache ich zwar alles selber, aber alles, was auf dem Inspektionszettel wird auch immer gemacht. Nur ich. Machst du nicht immer nur einen Ölwechsel? Nein. Echt? Machst du auch Luftfilter alles? Ja, natürlich. Also die technische Geschichte, da wird... Aber den Rest, der hat noch nie eine Glühbirne gewechselt an seinem Auto. Ja, warum soll ich was wechseln, was nicht kaputt ist? Ich werde verrückt. Okay. Okay, 15.000 Kilometer, jetzt gehen wir mal auf, ich sag mal, einen Durchschnittswert von 5 oder 6 Jahren. Ja, 6 Jahre kann man mal sagen, ne? Ja, nach 6 Jahren will man auch was Neues haben. Wir wollen ja Autos verkaufen. Also, was hat sich jetzt getan? 15.000 Kilometer, ja, also 15.000 Kilometer jährliche Fahrleistung. Jährliche Kosten mit Kaufpreis. Guck mal, da geht das hier richtig weit runter, ne? Mhm. 3.000 Euro, 3.600 Euro. Also jetzt mit 20.000 Kilometer gelaufen, auf 5 Jahre gerechnet. Wir haben jetzt immer die jährlichen Kosten ohne Kaufpreis außen vor gelassen, ne? Guck mal, da tut sich richtig was. Da bist du bei dem Elektroauto bei 531 Euro gegenüber den ab. Ein großer Teil ist aber dann die Spritkosten an sich, ne? Naja, die Spritkosten reißen das raus, ne? Also da bist du mehr als dreimal so viel. Ja. Dreimal so viel. Vom Gesamten. Boah, dieses Casalini-Logo machen wir jetzt weg. So. Nee. Aber unterm Strich hält sich das alles die Waage. Außer der geht ein bisschen flöten. Aufgrund der Tatsache, wegen Steuer, TÜV-Geschichten und Versicherung auch ein bisschen teurer dann. Ja. Aber man muss sagen, wenn man jetzt hier wirklich mit Kaufpreis, wenn man da jetzt noch wirklich gegenrechnen würde, den Verkauf, würde das zugunsten der Leichtkraftfahrzeuge gehen. Stimmt, weil man muss immer wieder sagen, jeden Tag rufen uns Leute an, die wollen gebrauchte Leichtkraftfahrzeuge kaufen und wir sagen jedes Mal selber, können wir leider nicht mehr dienen, der Markt ist leer gekauft und wenn es was gibt, ist es zu teuer und es ist Schrott. Also der Wiederverkaufswert nach 3 Jahren ist beim Leichtkraftfahrzeug bestimmt 20% höher wie beim normalen PKW, so aus dem Bauch geschätzt. Und
dazu kommt halt die wesentlich geringeren Betriebskosten, ne? Wie man da sieht. Ja. Hat aber auch gewisse Nachteile. Also wenn man ein Pkw-Mensch ist, immer Pkw gefahren ist und dann auf so ein Auto switcht, es ist Pkw-ähnlich, aber es ist was anderes. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja, klar, man fährt nur 45, der Anzug ist nicht vergleichbar, muss man ehrlich sagen. Aber also, wenn man jetzt nur rein auf die Kosten schaut, viele sind ja abgeschreckt von dem hohen Kaufpreis. Sie sagen immer, die sind so teuer, warum sind die so teuer? Aber wenn man das jetzt mal unterm Strich dann sieht, so auf mehrere Jahre, was da die Kosten sind, sind die günstiger, die Fahrzeuge. Man muss auf was verzichten, ganz klar. Aber wenn einen das nicht stört, wobei und man wirklich nur auf die Kosten schaut, dann fährt man mit einem Leichtkraftfahrzeug günstiger. Auf jeden Fall. Deswegen, man kann so viel vergleichen. Wenn wir jetzt den City-Sport wegmachen und schreiben da ein Min-Auto rein für die 9.900 Euro. Dann kannst du einfach den Spaß mal machen da oben und den Preis ändern. Okay, machen wir 9.900. Ich weiß nicht, ob der Preis jetzt stimmt, aber so um den Daumen kostet das. Guckt euch das mal an. Dann haben wir auf 5 Jahre... Oh, dieses Casalini-Logo nervt mich aber, ey. Dann haben wir auf 5 Jahre... jährliche Kosten von 2.900 Euro gegenüber dem anderen Kraftstoffverbrenner, sage ich mal, den Fox. Der ist mit 4.385... Jetzt hast du alle durch. Eben hast du Polo gesagt, jetzt hast du Fox gesagt. Also, wenn man das jetzt mit dem... Ich muss hier oben auch Min-Auto schreiben, komm. Wenn das mal so richtig, sonst wenn einer später einschaltet, Min-Auto. So. Ungefähr 9.900 Euro. Mit dem Auto steht man sich dann am besten gegenüber dem VW ab. Das ist schon eine Preisspanne. Und deswegen vergleichen, vergleichen, vergleichen. Jeder, der sich wahrscheinlich für so ein Auto interessiert, muss für sich selber mal einen Zettel und einen Stift nehmen und sich das ausrechnen. Aber ich bin der Meinung, das ist der bessere Zweitwagen für die Zukunft. Ja. Wenn man, ich sag mal, nur in der Stadt unterwegs ist, ne? Wenn man jetzt viel über Land fährt. Ja, aber deswegen ja Zweitwagen. Man hat meistens den Haupt, also so ist es bei mir. Wir haben ein Hauptauto, wo dann die Familie mit in den Urlaub fährt und macht und tut und was unternimmt. Und das Zweitauto ist dann meistens nur, dass die Frau zur Arbeit kommt oder mal irgendwelche Besorgungen machen kann, ne? In der Stadt. Ja, dafür ist es ideal. Also da. Ja. In diesem Sinne, alle herkommen, Eixam, Casalini kaufen. Wir sehen uns bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.